Was ist das Urteil über die Khawarij? Sind sie Muslime oder nicht? Barakafi. Sind die Khawarij Muslime oder nicht? Die meisten Gelehrten sagen, sie sind Muslime. Sie sind Muslime. Und dieses aufgrund der Aussage von Ali ibn Abi Talib radiallahu anh. Er sagte, min al-kufri farru. Sie sind vom Kufr entwischen. Was heißt vom Kufr entwischen? Sie sind keine Kuffar. Sie sind dem Kufr entwischen. Bedeutet, sie sind noch Muslime. Das nach den meisten Sahaba radiallahu anh und den Tabi'in und denjenigen, die ihnen folgen. Aber der Prophet Muhammad s.a.w. sagte was sehr Interessantes über die Khawarij. Er sagte, yamruquna min al-islam. Er sagte, sie gehen raus aus dem Islam oder sie verlassen den Islam, wie ein Pfeil den Bogen verlässt. Diese Überlieferung ist bei Bukhari und Muslim. Sie verlassen den Islam, so wie ein Pfeil den Bogen verlässt. Von dieser Überlieferung haben manche verstanden, dass sie was? Den Islam ganz verlassen. Und unter ihnen Imam al-Bukhari, rahimullah ta'ala, der sagte, sie sind Kuffar. Imam al-Bukhari, Imam al-Dunya, rahimullah ta'ala, sagte, sie sind Kuffar. Aber die richtige Ansicht, wallahu ta'ala, ala wa ala, ist, dass sie Muslime sind, aber sie wurden trotzdem getötet in der Zeit von Ali ibn Abi Talib. Er hat gegen sie den Krieg geführt, weil sie sich nicht an die Vertragsbedingungen gehalten haben, zwischen Ali ibn Abi Talib und ihnen, sondern sie haben angefangen, die Muslime zu töten. Daraufhin hat Ali ibn Abi Talib einen Vernichtungszug gegen diese Khawarij gemacht und er hat sie getötet, radiallahu anhu, möge Allah seine Hände segnen in der Dunya und in der Akhira. Er hat sie vernichtet diesbezüglich und deswegen diese Überlieferung, das ist eine schwere Überlieferung, yamruquna min al-Islam muruqa as-sahmi min al-ramiyya, sie gehen aus dem Islam heraus, so wie ein Pfeil den Bogen verlässt. So wie ein Pfeil den Bogen verlässt. Na? Und diese Khawarij haben mehrere Eigenschaften. Sie sagen, jemand, der eine Pflicht unterlässt, und die Gruppen von den Khawarij sind auch einige. Sie sagen, jemand, der eine Pflicht unterlässt, ist ein Kafir. Jemand, der eine große Sünde macht, ist ein Kafir. Das sind einige ihrer Thesen, einige ihrer Dinge, die sie in der Akida verinnerlicht haben. Bezüglich des Iman sagen sie, weder steigt der Iman noch sinkt er. Und haben wir dafür eine Bestätigung im Islam, dass der Iman steigt und sinkt? Bei ihnen gibt es das nicht. Und andere Dinge. Aber nochmal, die Mehrheit sagt, dass sie Muslime sind. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Na.